Da bin ich wieder hier bei City Skylines. Nächster Tag, neues Glück, neues Spiel. Ich wollte jetzt mal eben kurz hier in den Workshop euch kurz reingucken. Nicht Werkzeuge, sondern kann ich in den. Ah, so komme ich in den Workshop. Gucken wir mal kurz durch. Weil ich habe mir gestern Gedanken gemacht und hier und da und bla. Es wäre durchaus sinnvoll, wenn wir hier solche Verteilerkreise öfters einbauen. Vor allem der sieht ganz gut eigentlich aus. Obwohl, da können sie nur hochgehen und drüber laufen. Unten ist der Verkehr. Obwohl, ist eigentlich auch schon nicht schlecht, ne? Aber bei uns fahren sie mehr mit Autos. Also, ich werde die Stadt jetzt so nach und nach umbauen, dass der Verkehr echt besser wird. Deutlich besser. Und es wird wieder direkt laut auf den Ohren. Ich werde jetzt mal kurz gucken, was das Intersection ist. Das kommen die ganzen Sachen rein. Mal gucken wir mal nach Verteilerkreisen, so schönen. Der sieht gut aus. Der sieht nice aus. Den kann man mal reinnehmen. Was haben wir noch so schönes? Verteilerkreise will ich hier größtenteils haben. Was haben wir denn schönes hier? Obwohl, das würde eigentlich auch ganz gut gehen. Kommen Sie hier oben, dann da. Ja. Das würde auch super funktionieren. Könnte man auch vielleicht einbauen. Könnte man zumindest versuchen. Der sieht auch nice aus. Den nehmen wir auch mal mit. Das ist hier wahrscheinlich für Autobahnen. Bringt uns nichts. Zumindest noch nicht. Wow. Wow. Das ist ein Verteilerkreis. Oder zumindest. Leck mich am Arsch, ey. Das. Holla die Waldfee. Ja, das wäre nicht. Das wäre auch nicht verkehrt. Das ist auch so ein Mordsding. Das ist wahrscheinlich auch so übertrieben riesig. Ich hätte hier nicht solche riesen Dinger. Das ist so ein kleiner. Den könnte man vielleicht noch nehmen. Der ist nicht schlecht. Der sieht auch ganz gut aus. Können wir auch mal reinpacken. Gucken wir mal, dass wir hier so ein paar schöne Sachen finden. Ich habe gerade gedacht, hier steht Resident Evil. Aber er steht nicht. Wir werden hier so ein paar nach und nach so ein paar kleine. Mal kurz hier in den Steam Workshop reingucken. So ein paar Sachen rausholen, die wir gut gebrauchen können. Dass wir hier so ein bisschen ausbauen. Aber sonst noch so schön. Schöne Gebäude könnten wir vielleicht noch. Oder zumindest Gebäude können wir uns später holen. Bringt uns jetzt noch nichts. Ich finde es cool, dass hier die ganze Community mit dran arbeitet, dass es hier wirklich funktioniert. Monument. Gucken wir doch mal rein. Was haben wir denn? Im Monumente gibt es noch nichts. Schade eigentlich. Ja, die Musik wird laut. Gucken wir mal, Electrical. Finden wir nichts. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Full Color Correction, okay. Was ist doch hier? Extra effizient Wind Energy. Extra effizient? Okay. Und was für eine Kategorie sitzt das hier? Gar keiner. Okay. Ne, ach, Building. Building Kategorie. Können wir auch mal hinzunehmen. Dass das vielleicht so ein bisschen einfacher wird. So, das reicht aber auf jeden Fall erstmal jetzt an der Stelle für so ein paar Mods. Gucken wir mal kurz hier rein. Die Workshops sind alle drin. Das sind ja schon die, ich mir neu runtergeladen habe. Cursor Jail, okay. New York City haben wir hier. Ich kann hier noch mal kurz reingucken. Noch unter Maps mal kurz reingucken. Was wir da so Schönes haben. Map. Map, 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 map. GTA 5, Los Santos, cooles Scheiße, Alter.
Respekt, ey. Da haben aber einige Leute sich schon richtig, richtig fett dran gemacht und geile Karten erstellt. Da bin ich ja schon fast dazu geneigt, unsere Stadt aufzugeben, eine neue anzufangen. Auf so einer. Ja. Erstellten Map. Bin ich echt schon zu fast zu verleitet, ne? Weil, ganz ehrlich, wenn ich mir so die einigen Maps angucke. Weil mich interessiert diese Los Santos Map gerade so ein bisschen irgendwo. Oh, die scheint riesig zu sein hier. Die scheint riesig zu sein, aber es ist ein Mountain drauf. Mountain, ja, bin ich so erfreut von. Hoch, runter und schieß mich. Hier hat jemand die ganze Erde nachgebaut. Mississippi ist da hinzugefügt. Der Nil ist da hinzugefügt. Alter, da hat aber auch jemand Langeweile. Die ganze Welt nachgebaut. Was? Also, das sieht scheiße aus. Also, das würde ich nicht nehmen. Das ist schon kacke. Das sieht ziemlich eintönig aus. Ich will aber ungern unsere Stadt gerade aufgeben. Wirklich, wirklich ungern. Starter Map. Ja, das wollen wir nicht. Istanbul, Grand Canyon. Hail Crater. Ich guck mal, ob wir Berlin finden. Dann finden wir wahrscheinlich auch noch den Berliner Flughafen. Nein, natürlich gibt es Berlin nicht. Guck mal, Germany. Mal gucken. Germany gibt es Hamburg oder Kiel. Können wir nehmen. In Germany wäre das. Oder zumindest hier Hamburg. Okay, ich wohne jetzt nicht in Hamburg, aber. Sieht schon durchaus interessant eigentlich aus. Komm, machen wir mal. Ich guck mal in die Hamburger Karte rein. Da habe ich eigentlich noch hier an Errungenschaften, was ich eigentlich noch freischalten muss. Machen heute mal so eine Schlenderfolge, ne? Ein bisschen durchgucken, was man hier so alles kriegt. Erstellen Sie mit dem Objekteditor Ihr eigenes Objekt. Okay, werden wir auch mal irgendwo machen. Erstellen Sie eine Karte. Können wir auch machen. Schalten Sie wunderfrei. Machen wir später. Bauen Sie das Wunder medizinisches Zentrum. Was war das? Beam mich hoch. Bauen Sie das Wunder Weltraumlift. Wir können sogar irgendwann in den Weltraum. Coole Scheiße, Alter. Coole Scheiße. Neues Spiel. Gucken wir einfach mal in Hamburg rein. Okay. Jetzt habe ich auf Versehen Enter gedrückt. Lassen wir so laufen. Scheißegal. Gucken wir einfach mal in die Karte rein. Mal gucken. Vielleicht werden wir draufbleiben. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Die alte Karte ist ja nicht verloren. Um Gottes Willen, wäre auch schlimm genug, wenn sie verloren wäre. Da würde ich mir den Arsch aufreißen, deswegen. Komm, jetzt hast du genug geladen. Jetzt kannst du mal langsam starten, das Spiel. Dann fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Und wenn ich das hier so sehe, ist das schon eigentlich ein scheiß Start eigentlich. Man könnte. Hier zum Beispiel um die Industrie anfangen hinzubauen. Hier oben dann Gebäude und den ganzen Kram. Das könnte man durchaus machen. Das wäre, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Idee eigentlich. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass hier ich auf diesen Straßen zu Staus kommen könnte. Wir fangen einfach mal hier an, einfach aus rein Lust und Laune. Fangen wir einfach mal an. Wenn wir hier Wasser und so ganz Kram freikriegen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das Wasser lang fließt. Fließt hier runter. Und bleibt hier stecken irgendwie. Weil jetzt kommt Wasser von hier, kommt von da. Bleibt hier irgendwie stecken. Das ist scheiße eigentlich. Das Wasser fließt hier rüber, hier rum. Und fließt da ab. Könnten wir eigentlich. Hier ist die Karte ja noch. Könnte man eigentlich machen. Warte mal, wie viel runter floss da jetzt Wasser jetzt nochmal? Scheiße. Hier runter. Könnte man eigentlich hier die Wasserpumpen hinsetzen und da das Abfluss. Dann setzen wir Wasserpumpe mal hier unten hin. Den Abfluss setzen wir. Können wir eigentlich direkt dann in der Nähe hinsetzen. Lassen wir mal so. Mal gucken, vielleicht klappt es ja. Ich muss mal gucken, ob das Schutzmeer hinterreicht.
Müssen wir mal gucken. Kann ich eigentlich auch Wasser? Kann ich eigentlich so quer rüberziehen? Geht auch. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt bauen wir mal. Ist das hier das neue? Colorful Wind Energy. Oh, ja, danke. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Pausieren einmal schnell. Was erzeugt das? 0 bis 16. Was erzeugen die hier? 0 bis 8. Also, die sind stärker. Kosten 6000. Die hier kosten auch 6000. Also sind die hier wesentlich intelligenter. Wesentlich intelligenter zu bauen, weil genauso teuer, was sind die von Unterhalt her? 56 pro Woche, 80 pro Woche. Also sind auch sogar noch günstiger. Also das bringt schon deutlich was hier. Wenn man sieht, hier haben wir sogar direkt 16. Wir haben auch 16. Bringt uns ganz gut was eigentlich. So. Dann haben wir auch schon mal die nur eine grobe Grundversorgung vom Strom her. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Können wir eigentlich noch. Ja gut, dann lassen wir erstmal hier. Dann machen wir mal hier runter. Ja, Platzverschwendung. Ich will auch nicht mal alles so dicht besiedeln. War glaube ich auch ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Lassen wir nämlich ein bisschen mehr Lücken frei. Ich glaube, das war dumm. Jetzt habe ich hier. Habe ich so eine dünne Straße dahin gebaut, ne? Das ist. Müssen wir später erweitern dann. Geht nicht anders. Müssen wir später erweitern dann. Machen wir aber hier schon mal so eine dicke hin, auf jeden Fall. Wird ja wenigstens belohnt. So, dann machen wir hier. Machen wir erstmal die Industrie hin. Machen wir bis hier Industrie. So, obwohl wir können eigentlich ein bisschen weiter gehen. So. Muss ich einen Pinsel haben. Kurz. Oh. So. So reicht er. Soweit erstmal das Industriegebiet. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Machen wir hier eine Straße noch hin. Nein, nicht die Einbahnstraße, sondern. Ja, die müssen wir ja abreißen gerade mal. Upp. So. Wie ziehen wir dann die Straßen hier so ein bisschen? Machen wir auch so ein bisschen Kurven rum. Ein kleines Kürbchen hier so machen. Ein bisschen attraktiver. Hier ist die Autobahn direkt. Da kann man keine Häuser hinbauen. Ist doch, glaube ich, Autobahn, oder? Oder ist das eine ganz normale Straße? Das ist keine Autobahn, das ist eine ganz normale Straße. Vielleicht werden wir auch machen, hier so eine Autobahnbrücke hier rüber ziehen. Später. Wenn ich hier auf der Karte bleibe, ich weiß jetzt noch nicht. Da muss ich mal gucken. Nicht in das Kurventool. Machen wir erstmal eine Gerade. Gerade, die erstmal so hinführt. Ja. Sieht doch schon bald ganz gut aus. Jetzt müssen wir noch hier diese Straßen eigentlich verbinden. Ja, wie kriegen wir das am besten hin? Eigentlich mit einer Brücke. Guck mal. Ich bin schon fast pleite, das ist kacke. Kurventool. Ort ist bereits belegt, das ist kacke eigentlich. Hier war es doch, hier war gerade irgendwas. Da, da. 12.000 wird er uns kosten. Oh, wow. Ich will ganz gerne irgendwie.
erstmal hier hingehen. So. Schreiben erstmal miese dann. Ach, scheiße, ich muss ja jetzt auch noch Straßen nach oben ziehen, ne? Verdammt, das hätte ich auch noch einbrechen müssen. Aber so kommen wir wenigstens hier erstmal raus. Kann ich schon Darlehen aufnehmen? Nein, natürlich nicht, scheiße. Eieiei. Dann müssen wir hier erstmal kleine Straßen ziehen. Erstmal vorübergehenderweise. Nein, kein Kurventour, sondern gerade bitte. Dass wir erstmal hier den Grundaufbau hinkriegen. Mein Geld reicht natürlich jetzt nicht mehr. Ja, müssen wir provisorisch jetzt alles hier eben schnell machen. Machen wir hier nämlich Wohnungen hin. Und Wohnungen, so. Geht in beide Richtungen, ne? Jawohl, geht in beide Richtungen. Gut. Obwohl es eigentlich dumm in beide Richtungen. Eigentlich dumm in beide Richtungen, weil bringt ja nichts. Kommt, führt ja nur in eine Richtung hier. Das war eigentlich dumm. Die eine Seite wird also nicht befahren sein. Das ist die rechte Spur. Oder? Doch, eigentlich schon. Doch, doch, stimmt. Die wird doch befahren. Ah, alles klar, doch, doch. Ist doch schon richtig gewesen. Wollte gerade schon sagen. Am besten nämlich hier blau voll. Bis hier. Ja, bis hierhin passt schon. Das wird schon passen. Dann machen wir hier weiter grün hier hin. Bis hier Anwohner rankommen können. Und dann lassen wir mal laufen. Und wir werden wahrscheinlich gleich erstmal miese schreiben. Weil ich natürlich kein Stromnetz hinbauen kann. Verdammte Scheiße. Scheiße, Alter. Ich habe kein Geld für. Das ist gar nicht gut eigentlich. Schreien natürlich nach mehr Wohnungen. Muss man kurz verschnellern. Ja, Bürger sind natürlich allgemeine Unzufriedenheit. Ziehen zwar alle. Oh, scheiße, ich habe natürlich Wasserversorgung alles nicht beachtet. Wann kriegen wir denn unseren ersten Meilenstein mit 320 Bewohnern? Kriegen wir nicht hin. Werden wir nicht hinkriegen. Ist unmöglich. Oder? Dann können wir nämlich ein Darlehen aufnehmen. Dann können wir das nämlich alles schnell ziehen. Dann können wir nämlich das alles. Ah, Geld kommt rein. Geld. Nee, scheiße, ich schreibe miese. Ich schreibe richtig fett miese. Ne, jetzt zieht schon fast keiner mehr ein. Also auf die 320 zu kommen jetzt, das wird super schwer. Da werde ich meine Bedenken gerade haben. Weil es ist kein Strom vorhanden. Die leben wie Bauern da gerade. Das war mein Fehler. Ich schreibe zu fette Miese. Das ist schon zum Scheitern verurteilt eigentlich gerade. Ich hätte es anders anfangen sollen. Ich hätte es wirklich anders anfangen sollen. Hier schreien sie alle danach. Die ziehen wahrscheinlich bald alle hier weg. Die sind wahrscheinlich unzufrieden ohne Ende. Mehrere Probleme, ja. Ziehen wahrscheinlich bald alle hier weg. Ja, ich meine, Bürger werden weniger. Okay, 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 okay. Wir machen nochmal, starten da ganz nochmal von vorne. Müssen uns irgendwie anders einfallen lassen. Spiel verlassen. Zum Hauptmenü. Die Map gefällt mir wirklich gut. Ich will am liebsten da drauf bleiben gerade. Hab ich. Es ist nicht ganz einfach, darauf anzufangen, muss ich schon sagen, weil. Ja, das, was ich geplant habe, ist schon was. Aber, ja, wie kriege ich da darüber ohne Autobahn? Oder zumindest die Brücke. Eine Verbindung setzen, ja. Provisorisch würde es gehen, dann brauche ich keine Brücke bauen. Ja, machen wir provisorisch eine Brücke zwischen. Wir haben dieses System gerade erstmal beibehalten, war nicht ganz verkehrt. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel Strom gerade gebaut. Nochmal neu. Neues Spiel, neues Glück.
kurz pausieren. So, machen wir direkt hier auch nämlich dann. Ja. Da. So, hast du deine Autobahn. Da. So. War das? Von hier aus einmal rüberziehen. Machen wir so weit. Dann ziehen wir von hier aus einmal kurz so hoch. So. Und einmal. So. Und zack. Machen wir noch eine einzige. So. Dann haben wir das schon mal. Machen wir jetzt mal das Wasser. Wasser war ja. Einmal. Okay. Warte, wo setzen wir es hin? Wo setzen wir es direkt am Rande? Da ist der Rand. Dann einmal Abwasser. Machen wir direkt dahin. So. Steht. Miteinander verbinden. Dann ziehen wir von hier aus schon mal die Wasserleitung rüber. Von hier aus einmal hier rüber. Hier können wir das machen, dass wir kürzere Wege haben, dass das auch besser passt und auch der Überblick ein bisschen einfacher ist, zumindest für mich. So, dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch Strom, wie immer. Strom war hier unten ganz gut. Hier oben auch wahrscheinlich. Ja, da haben wir 16 Megawatt. Machen wir nur erstmal zwei Stück. Ja, da müssen wir gucken, wie wir mit dem Strom hinter rüberziehen machen. Da müssen wir dann gleich gucken, wie die Bürger danach schreien werden. Müssen wir dann gucken. So, weg damit. Ich kann auch Bäume abreißen. Dann machen wir jetzt mal hier. So. Machen wir. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit gehen. Machen wir hier so eine provisorische Verbindung rein. Eine provisorische, wie gesagt. Die wird nicht bleiben. Die will ich ja um Gottes Willen nicht lassen. Dann machen wir nämlich auch eine provisorische. Entfernung zu gering. Muss man eine hier machen. Oh. Geht nicht anders. Denke ich auch noch was dran. Ach guck mal, da hängt ein Schild drin. Pop-Soda. Ja, ein Zeichen der Karte mache ich gleich. Ey, nein. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt sage, hier rüber? Ach, der zieht automatisch eine Brücke rüber. Coole Sache. Gefällt mir sehr gut. Hier eine hin. Noch eine hier hin. Noch mal eine hier hin. Das hat alles nicht so, wie gesagt, so dicht besiedelt ist. Kann man vielleicht irgendwas zwischensetzen irgendwie. So mit einfachen Kiesstraßen, dass wir da Parks hinbauen oder sonst irgendwas. So ein bisschen schöner wird. So, machen wir noch einmal hier hin. So, zack. Sollte erstmal reichen. Direkt an der Autobahnausfahrt. Machen wir blau hin. So. Das hier auch noch blau. Nee, das will ich nicht da blau haben. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Dann braucht man den Pinsel mal. Ich will nur dieses Stück hier blau haben. Ja gut, komm, lass mal so. Passt schon. Passt schon so. Scheiß Tipps nerven gerade ein bisschen. Blau. Ne, grün, 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 grün. Und noch mehr grün. Dann machen wir hier unten gelb hin. Gelb, gelb, gelb. Bis hier so, ne? Ja. Ah, ein Stück geht noch. Ein Stück geht noch. Machen wir. Ach,
komm, dann sind wir mal nicht so geizig, machen wir ein bisschen Industrie. So. Und lass laufen. So, damit halt alles ein bisschen zügiger hier gerade. Ich wollte gerade schon sagen, wie, ihr habt keinen Strom. Müsstet aber eigentlich haben. Nee. So. Lassen wir jetzt nochmal laufen, weil jetzt haben wir schon mal die Anfänge hier. So. Wasser können wir von hier aus so ziehen. Zack. Müssen wir von hier aus mal. Ziehen wir einfach hier rüber. Gucken wir mal. Na. Ja, das sieht gut aus. Das sah sehr gut aus. Ja, genau. Bist du, glaube ich, hier so, ne? Jawohl. Dann sind sie alle da mit Wasser schon mal versorgt. Ach komm, jetzt haben wir schon wieder keine Kohle für. Müsste doch eigentlich verbunden sein, ne? Das Wasser reicht nicht bis dahin hin. Die Wasserpumpe ist zu schwach. Ich werd nicht mehr. Die Wasserpumpe ist zu schwach dafür. Und wahrscheinlich reicht auch nicht die Entfernung für hierfür, ne? Zu teuer. Alter, das kann doch nicht sein. Muss ich jetzt nochmal neu anfangen oder was? Ne, ich schreibe schon wieder miese. Die Entfernung ist zu weit. Jetzt habe ich schon alles ein bisschen besser geplant, aber nein, die Entfernung ist zu weit. Verdammte Scheiße. Bis genau zum Knotenpunkt, wo er wieder, glaube ich, ein bisschen verstärkt werden würde, der ganze Trieb. Aber jetzt sind sie zufrieden, komischerweise. Jetzt sind sie komischerweise zufrieden. Vielleicht kriege ich 320 hin. Weil dann könnte ich ja Darlehen endlich aufnehmen. Ich schreibe auch nicht so fette Miesen. Komm, 320. Komm, bitte. Damit ich ja Darlehen aufnehmen kann. Ah, Mann. 243. Das darf nicht sinken. Wenn er anfängt zu sinken, ist schon scheiße. 80. Nein! Nein! Jetzt ziehen sie alle weg. Es steigt wieder. Es steigt wieder. Jawohl, jawohl, jawohl. Na, komm. Mach keinen Seilspring gerade mit mir. Los. Ach, scheiße. Ja, wie schwer kann es sein, ein funktionierendes Stromnetz aufzubauen? Sehr schwer, weil... Ich kriege gerade Ausraster bei der Map. Also der Start ist hier echt schwer. Echt super schwer. Gut, ich versuche es jetzt nochmal in der nächsten Aufnahme. Wenn wir beim dritten Versuch nicht hinkriegen, werde ich auf meine alte Map rübergehen. Deswegen sage ich bis dahin schon mal Tschüss.